Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Ausweg aus der Krise im sowjetischen Unruhegebiet Abchasien ist nicht in Sicht. Auch die Spezialtruppen des Innenministeriums bekommen die Lage nicht in den Griff. Die blutigen Unruhen dauern an. Zwei Angehörige der Sondereinheit wurden vergangene Nacht südlich der Hauptstadt Suchumi hinterrücks erschossen, als sie eine Straßensperre räumen wollten. 3000 Soldaten der Sicherheitstruppen sind nach Abchasien eingeflogen worden, aber sie kontrollieren nur die Städte. In den Dörfern stehen sich verfeindete Volksgruppen der Abchasier und Georgier nach wie vor schwer bewaffnet gegenüber. Kontrollposten sollen Waffentransporte abfangen. 4000 Schusswaffen aller Art bis hin zu Maschinenpistolen und Sprengkörpern wurden beschlagnahmt. Die Waffen waren zum Teil bei Überfällen erbeutet worden. Ein Leutnant und ein Jungpolizist wurden gestern Nacht im Feuergefecht getötet. Eine der entstandenen Selbstschutzeinheiten. In diesem Dorf leben Georgier, Armenier und Griechen. Die wenigen abchasischen Familien haben ihre Häuser verlassen, um bei anderen Abchasiern Sicherheit zu suchen. Und die Georgier, die zurückblieben, wollen nun Schusswaffen für ihre Selbstschutzeinheit. Was sollen wir denn tun, wenn die Abchasier mit dem Auto durchrasen und uns mit Maschinenpistolen abknallen wollen? Einfach hinter die Mauer springen und den Kopf einziehen, fragt einer. Und andere erzählen Gerüchte weiter, die in manchen Dörfern Panik verbreiten. Die Abchasier hätten sich auf den Aufstand genau vorbereitet, hätten sich mit Maschinenpistolen aus der Türkei ausgerüstet. Und so behauptet einer, der Georgier, das wird von Moskau sogar noch unterstützt. Hungerstreik georgischer Eisenbahner. Sie fordern, dass die ganze abchasische Regierung abgesetzt werde. Das sei eine Mafia, die zum Völkermord gehetzt habe. Und auch hier wieder nationalistische Töne, die sich gegen Moskau und die Russen richten. Wilde Gerüchte zum Teil. Aus Russland würden Waffen für die Abchasier in Autos herangebracht. Englische und türkische Brownings. Und Gorbatschow unterstütze diese abchasische Regierung auch noch. Dies sind Georgier. In den Dörfern, wo sich die Abchasen verschanzt haben, ist man überzeugt davon, dass diese Georgier sich für den Völkermord bewaffnet haben. So wuchern die Spannungen unvermindert weiter. Etwa 15.000 Menschen hat man evakuiert auf dem Seeweg über das Schwarze Meer, denn die Eisenbahn fährt nicht mehr aus der Stadt über das flache Land, wo hinter jedem Berg ein Schütze lauern kann. Bis heute sind 20 Menschen getötet worden. Gestern Nacht explodierten wieder Sprengladungen. Heute Nacht wird es nicht anders sein. Nach Staats- und Parteichef Gorbatschow hat jetzt auch der prominente Reformpolitiker Jelzin die Bergleute aufgefordert, die Streiks zu beenden. Im Fernsehen appellierte er an sie, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen, die Streiks drohten auszuufern und die gesamte Wirtschaft lahmzulegen. Ungeachtet auch dieses Appells setzten die Kumpel im größten sowjetischen Kohlerevier im Donezbecken den Ausstand fort. Im Kustbass dagegen soll wieder gearbeitet werden und wie die Nachrichtenagentur TASS am Abend meldete, auch in Karaganda. Am Morgen hieß es, im Kohlerevier von Karaganda würden weiterhin alle Gruben bestreikt. Die Bergleute hatten über die bislang erreichten wirtschaftlichen Zusagen der Regierung hinaus die Einstellung der Atomtests auf dem Gelände von Semipalatinsk verlangt. Sie stellten eine gefährliche Belastung der Umwelt dar. Aus demselben Grunde forderten die Bergleute, die Verschrottung der Mittelstreckenraketen in Kasachstan einzustellen. Im Kuzbass sind die Bergleute schon gestern wieder in die Gruben eingefahren. Das sowjetische Fernsehen betonte, die Streiks seien nicht beendet, sondern nur ausgesetzt. Die Arbeiter warteten darauf, dass die Regierungszusagen über Lohnerhöhungen und mehr Selbstständigkeit der Gruben auch verwirklicht würden. Im Donezbecken wird für neue Rentenregelungen weiter gestreikt, über die die örtlichen Behörden nicht entscheiden können. Erstmals seit der Machtübernahme der Kommunisten 1947 hatten die Ungarn heute die Möglichkeit, Kandidaten einer unabhängigen Opposition zu wählen. In vier Städten fanden Nachwahlen zum Parlament in Budapest statt. Sie waren notwendig geworden, weil gewählte Abgeordnete ihre Ämter nicht angetreten hatten. Gegenkandidaten zur regierenden kommunistischen Arbeiterpartei hatten das Demokratische Forum und die Freien Demokraten aufgestellt. Die Nachwahlen gelten als eine Art Generalprobe für die geplanten freien Wahlen Mitte nächsten Jahres. Die Beteiligung wurde als gering bezeichnet. Ergebnisse werden erst am späten Abend erwartet. Die afghanische Hauptstadt Kabul ist heute das Ziel schwerer Raketenangriffe der Rebellen gewesen. 5 der fliegenden Bomben schlugen im Zentrum ein, dabei wurde auch ein Busbahnhof getroffen. Mindestens 40 Menschen kamen bei den Angriffen ums Leben. Die Zahl der Verletzten wird auf über 100 geschätzt. Es war der bisher schwerste Raketenbeschuss von Kabul seit dem Abzug der sowjetischen Truppen Mitte Februar.
In Beirut sind in der vergangenen Nacht bei den schwersten Artilleriegefechten seit 14 Jahren 6 Menschen getötet und mehr als 50 verwundet worden. Über 7 Stunden lang schlugen in der ganzen Stadt Raketen und Granaten ein. Einige Straßen sind von Trümmern versperrt. Viele Menschen haben ihre Wohnungen verloren. Seit März versucht die christliche Militärregierung, die syrischen Truppen aus dem Libanon zu vertreiben. Seitdem sind bei den Kämpfen mindestens 500 Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung hat jetzt den totalen Krieg gegen die Syrer angekündigt. Die Wiedereröffnung von etwa 1000 Schulen im Westjordanland ist heute ohne Zwischenfälle verlaufen. Nach Beginn des Palästinenseraufstands hatte die israelische Besatzungsmacht die Schulen geschlossen, weil sie Unruheherde seien. Nach 8 Monaten wieder offen. Die Volksschulen auf der Westbank. Ein aufregender Tag für rund 200.000 junge Palästinenser. Zwar durften heute nur die 6- bis 12-Jährigen ihre Klassen betreten, aber wenn es in den besetzten Gebieten so ruhig bleibt wie heute, soll in den nächsten Wochen der gesamte Schulbetrieb wieder aufgenommen werden, versichert die Zivil- und Militärverwaltung. Israelische Soldaten jedenfalls räumten die Schuleinrichtungen, die im Laufe des schon 19 Monate dauernden Palästinenseraufstands als Unterkünfte genutzt worden waren. Kollektive Bestrafung mit Bildungsverbot ist selbst innerhalb der israelischen Besatzungsmacht umstritten. Zunehmende Proteste im eigenen Land und vor allem starker politischer Druck aus Washington haben jetzt zum Einlenken geführt, vielleicht sogar eine neue Politik bewirkt. Denn zumindest inoffiziell ist von israelischer Seite zu hören, dass künftig bei lokalen Zusammenstößen von Soldaten mit jungen Palästinensern nicht mehr gleich alle Schulen in den besetzten Gebieten geschlossen werden. Aufatmen bei den Lehrern auf der Westbank. Ihr Gehalt war wegen der langen Zwangsferien zuletzt von der israelischen Verwaltung halbiert worden. Sogar PLO-Sprecher der Intifada haben die Jüngsten aufgefordert, jetzt ihre Nasen in die Lehrbücher zu stecken, den Soldaten möglichst aus dem Weg zu gehen. Und die islamische Widerstandsbewegung Hamas hat in ihrem Aufruf zum heutigen Generalstreik die Schulen ausdrücklich ausgenommen. Wie vereinbart blieb die israelische Besatzungsmacht betont im Hintergrund, sodass heute erstmals eine Art Waffenstillstand möglich wurde. Der amerikanische Diplomat Felix Bloch steht unter dem Verdacht, für die Sowjetunion spioniert zu haben. Das Außenministerium bestätigte, dass gegen ihn ermittelt wird. Bloch war bis 1987 mehrere Jahre stellvertretender Leiter der amerikanischen Botschaft in Wien. Danach arbeitete er im Außenministerium in der Abteilung für Europa und Kanada. Nach Angaben der Fernsehgesellschaft ABC war Bloch Anfang des Jahres in Wien dabei gefilmt worden, wie er einem sowjetischen Kontaktmann einen Aktenkoffer übergeben hatte. Nach 64 Tagen geht eine der längsten Regierungskrisen der italienischen Nachkriegsgeschichte zu Ende. Die bisherige 5-Parteien-Koalition hat sich unter dem christlich-demokratischen Politiker Andreotti auf eine neue Regierung geeinigt. Niemand hat so oft und an so vielen Stellen, zuletzt als Außenminister, Italien mitregiert wie Giulio Andreotti. Der 70-jährige Christdemokrat, der um keine Zeit zu verlieren auch beim Friseur Interviews gibt, wurde immer schon als der mächtigste Mann der italienischen Politik angesehen. Der mit feiner Ironie ausgestattete Römer ist ein Paradebeispiel für den von ihm stammenden Spruch: Die Macht nutzt bloß jene ab, die sie nicht haben. Dem Präsidenten kann er jetzt zwar ein paar neue Namen nennen, ein neues Regierungsprogramm gibt es nicht. Die Komödie, wie Regierungskrisen in Italien genannt werden, hat 2 Monate gedauert. Und diese Zeit hat vielen Italienern wieder einmal gezeigt, dass ohne funktionsfähige Regierung hier eigentlich alles viel besser zu klappen scheint. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben sich plötzlich in fast allen Bereichen geeinigt. Und das römische Parlament hat in Rekordzeit eine Milliardenhilfe für die algengeplagten Adria-Orte beschlossen. Millionen Italiener befinden sich im Urlaub und die Rollentauschkunststücke der Politiker hier, die interessiert kaum noch jemand. Nicht im Kabinett ist Bettino Craxi, der Sekretär der Sozialisten, der den Bruch der jetzt wiederhergestellten 5er-Koalition aus Christdemokraten, Sozialisten und 3 kleineren liberalen Parteien provoziert hatte. Erreicht hat er, dass seiner Partei das Außenministerium zufiel. Andreotti wird eine längere Regierungszeit zugetraut. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Italien besser auf Europa vorzubereiten. Nur mit europäischem Druck könne man die Italiener von der Notwendigkeit auch schmerzhafter Maßnahmen überzeugen. 2 junge DDR-Bürger haben in der vergangenen Nacht versucht, mit dem Auto durch die Grenzsperranlagen nach Niedersachsen zu flüchten. Zwar durchbrach der Wagen in der Nähe von Göttingen den Sperrzaun, dabei wurde der Fahrer aber so schwer verletzt, dass er das Bewusstsein verlor und im Auto liegen blieb. Sein Begleiter erlitt zwar Schnittwunden an den Händen und eine Platzwunde am Kopf,
Er erreichte aber zu Fuß bundesdeutsches Gebiet. Der mit der hochgiftigen und explosiven Chemikalie Epichlorhydrin verseuchte niederländische Frachter Ostsee ist heute in den Hafen von Brunsbüttel geschleppt worden. Dort soll die Giftfracht entsorgt werden. Am Dienstagabend war vor Cuxhaven bei Schwerer See eine noch unbekannte Zahl der 4000 Giftfässer auf dem Schiff leckgeschlagen. Um 12:45 wurde der Havarist an der Ostmole im Elbehafen Brunsbüttel festgemacht, 7 Stunden später als geplant. Chemiker, die zuvor an Bord gegangen waren, hatten festgestellt, dass sich die hochgiftige Chemikalie im hinteren Teil der Ostsee etwa 3 Zentimeter hoch angesammelt hat und ständig giftige Gase freisetzt. Fast ein Dutzend der 4000 Container sind unter Deck leckgeschlagen, etliche weitere umgestürzt und ineinander verkeilt. Nach den Worten des Brunsbütteler Hafenkapitäns ein Beleg, das schlampig geladen worden war. Bergungsexperten müssen in den nächsten Tagen zunächst die ausgelaufene Flüssigkeit abpumpen und dann die vergiftete Luft über Filteranlagen von Bord pressen. Die Ostsee, die über keinerlei besondere Schutzvorrichtungen für Gifttransporte verfügt, soll anschließend mit den intakten Fässern wie geplant nach Leningrad weiterfahren. Die ausgelaufene giftige Flüssigkeit wird auf dem Landweg zum Hersteller Dow Chemical zurückgebracht. Der soll nach den Worten eines Vertreters des Kieler Wirtschaftsministeriums auch für die Kosten der Aktion haftbar gemacht werden. Morgen müssen die Bergungsarbeiten möglicherweise unterbrochen werden, falls bei ablandigem Wind Teilnehmer der Segelparade Sail die Ostsee passieren. Im Davis Cup Halbfinale gegen die Amerikaner in München liegt das deutsche Team jetzt mit 2:1 vorn. Boris Becker und Erik Jehlen gewannen vor einer knappen Stunde überraschend das Doppel gegen Ken Flack und Robert Seguso, die bislang im Davis Cup ungeschlagen waren. Die einzelnen Sätze 3:6, 7:6, 6:4 und 7:6. Zuvor hatte Becker das in der vergangenen Nacht abgebrochene Einzel gegen Andre Agassi in 5 Sätzen gewonnen. Dieser zweite Tag des Halbfinals wurde zum großen Tag der deutschen Mannschaft in der Münchner Olympiahalle. Zunächst kämpfte Boris Becker im entscheidenden 5. Satz, der von gestern Nacht auf heute Nachmittag verlegt werden musste. Andre Agassi mit 6:4 nieder, brachte also den Ausgleich zum 1:1. Und erleichtert warf der Wimbledon-Sieger sein Racket in die Menge der 12.500 Zuschauer. Und dann das Doppel, von dem so viele sagten, dies sei ein sicherer Punkt für die amerikanische Mannschaft. Boris Becker und Erik Jehlen belehrten all jene eines Besseren. Das deutsche Duo zeigte, dass es jedes Doppel der Welt schlagen kann. Nach verlorenem ersten Satz wurden Becker und Jehlen immer stärker, gewannen den zweiten Durchgang im Tiebreak, den dritten mit 6:4 und den vierten schließlich wiederum im Tiebreak. Matchball für die deutsche Mannschaft. Mit einem nicht zu erreichenden Aufschlag macht Boris Becker den Punkt und bringt die deutsche Mannschaft mit 2:1 in Führung. Unser Team benötigt nun aus den beiden Einzeln am morgigen Sonntag nur noch einen einzigen Punkt. Mike Tyson bleibt Boxweltmeister im Schwergewicht. Im amerikanischen Atlantic City verteidigte er seinen Titel durch technischen K.O. gegen Herausforderer Carl Williams, ebenfalls USA. Nach nur 93 Sekunden wurde der Kampf vom Ringrichter abgebrochen. Es war der 33. K.O.-Sieg von Tyson im 37. Profikampf. Ferienbeginn in Berlin, Bremen und Niedersachsen. Die Fahrt über die Autobahnen in den Süden war heute problemlos. Nur an der deutsch-österreichischen Grenze kamen die Autofahrer wie üblich ins Schwitzen. Am Grenzübergang Salzburg blieben sie in einer 50 Kilometer langen Blechlawine stecken. Stop-and-Go-Verkehr auch auf den Transitstrecken durch Österreich. Inzwischen kehren die ersten Ferienreisenden zurück, die Urlauber aus Nordrhein-Westfalen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. Juli. Während es über weiten Teilen des Festlandes gering bewölkt ist, erkennt man ein aufgelockertes Wolkenband über dem Westen Deutschlands. Es zog ostwärts. Auch weitere Quellwolkenfelder zogen über Westeuropa ostwärts. Diese Bewölkung gehört zu gewittrigen Tiefausläufern, die von Westen her auf Deutschland übergreifen. Sie führen schwülwarme Subtropikluft heran. Die Vorhersage für morgen. Im Norden und im Nordosten sonnig. Später zeitweise wolkig und gegen Abend örtlich Gewitter. Sonst veränderliche Bewölkung und vor allem in der zweiten Tageshälfte zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter.
Tiefstwerte 15 bis 20 Grad. Höchstwerte 25 bis 30 Grad, im Nordosten bis 33 Grad. Von einzelnen, zum Teil starken Gewitterböen abgesehen, meist schwachwindig. Die weiteren Aussichten, wenig Änderung.